Aktuell schauen royale Fans aller Welt mit sorgenvoller Miene nach Monaco. Während zuerst große Freude darüber herrscht, dass Fürstin Charlene nach einer langen, krankheitsbedingten Auszeit in Südafrika wieder zurück bei ihren Liebsten ist, wird diese Freude schnell getrübt. Die Zweifachmama begibt sich nur wenige Tage nach ihrer Rückkehr in eine Klinik, um sich von den Strapazen der vergangenen Monate zu erholen. So kommt es, dass der lang erwartete Nationalfeiertag in Monaco ohne die einstige Profischwimmerin und ihre Eleganz auskommen muss. Ein großer Trost sind dabei Jacques und Gabriella von Monaco. Die niedlichen Zwillinge erhellen mit ihrem sonnigen Gemüt die gesamte Atmosphäre. Dennoch wird auch immer wieder deutlich, wie sehr den beiden ihre Mama fehlt. Nicht zuletzt anhand selbstgebastelter Plakate, auf denen steht: Wir vermissen dich, Mami. Auch die offiziellen Fotos des Palastes stimmen traurig. Noch im Jahr 2020 bleiben Jacques und Gabriella ganz nah bei ihrer Mama, suchen stets Körperkontakt. 2021 übernehmen diese Rollen Alberts Schwestern Caroline und Stephanie. Bei den offiziellen Fotos hingegen zeigt Papa Albert, dass er seine Kleinen vor allen Schwierigkeiten dieses Lebens behüten wird. Schützend legt er seinen Arm um Jacques und Gabriella, während diese neugierig dem Trubel zuschauen. Doch insbesondere das gemeinsame Porträt mit Sohn Jacques berührt. Der Sechsjährige lächelt schüchtern in die Kamera, die Finger hat er dabei ineinander gelegt. Der 63-Jährige steht stolz hinter seinem Schützling und legt ihm die Hände auf die Schultern. Eine Geste, in der viel Emotion steckt. Berührend ist aber vor allem, wie ähnlich Jacques seine Mama sieht. Die glänzenden Augen und das zarte Lächeln lassen nicht nur den Sechsjährigen, sondern auch uns auf ein schnelles Wiedersehen mit Charlene hoffen.